Okidoki, im nächsten Level und schon im vorletzten Level der ersten Episode. Oh Mann. Okay. Bisschen Leben haben sie mir jetzt abgezogen, aber gut, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Verdammt. Zack. Oh, was? Von wo kam der? Jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Sie kommen von mehreren Seiten. Ja, aber ich glaube, wäre es mal ein bisschen Ruhe kurz, oder? Weil da war doch auch gerade jemand. Ich dachte, ich hätte da mehr Leute gesehen. Also ich höre auf jeden Fall mehrere Leute, ja. Auf jeden Fall ein bisschen Treasure. Zack. So. Sicher ist sicher. Mein Leben! Mein Leben! Mein Leben! Zack. Dann haben wir hier auch ein Secret. Oh. Ach, das gibt einem sogar volle Munition auch noch. Das finde ich ja doppelt gut dann. Was ein tolles Power-Up. Einfach volle Munition und volles Leben. Nehmen wir direkt zwei Secrets. Einmal eins, das den Blaskovic glücklich macht, obwohl er es schon hat. Na gut, vielleicht ist er jetzt einfach nur glücklich, weil jetzt können es die Nazis nicht mehr benutzen gegen ihn. Denkt sich, haha, eine Minigun weniger, die haben. So, dann haben wir hier sonst nichts weiter. Zack. Aha. Ich glaube, da geht's in den neuen Bereich rein. Zumindest sieht es sehr danach aus, so mit diesen imposanten Bannern und allem. Ich gucke jetzt erst einmal hier drinnen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Secret. Und ein 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 Secret. Und Treasure. Ja, aus irgendeinem Grund hielt man das wohl für nötig. Okay, hier sieht's auch aus, als würde es in den neuen Bereich gehen. Ha. Huh. Alter, einfach in den Rücken geschossen. Das ist aber nicht die feine englische. Na gut. Denn again, in diesem Spiel gibt's keine Engländer. Hm. Hier mal ein Secret. Ah, hier aber sogar schon das Exit. Aber wir sind hier ja noch lange nicht fertig. Da gehe ich logischerweise erst zum Schluss hin zum zum Exit. Dann ist das hier tatsächlich nur ein optionaler Bereich.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe jetzt zwar noch die Map für Secrets offen, aber ich schiel da ja immer so rüber. Heißt, alles weiß man deswegen auch nicht. Man weiß eigentlich echt nur, wo die Secrets sind. Hätte jetzt nicht erwartet, dass das hier nur ein optionaler Bereich ist. Viel Leben. Gerade schon wieder einen Level, ich meine einen One-Up bekommen. Okay. War das halt echt nur so ein optionaler Bereich? Jetzt weiß ich nicht, ob ich alles schon gemacht habe. Ich bin durch diese Level jetzt auch wieder relativ schnell durchgekommen. Hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, dass ich durch, Wolfenstein 3D dann doch auch so durchrennen kann. Ich sehe auf jeden Fall einen Raum. Den habe ich ganz am Anfang übersehen. Da darf ich erstmal zurücklaufen jetzt. Aber ich will mir natürlich alles anschauen. Meine, warum denn Spiel spielen, wenn man nicht alles sehen will? Ich spiele ja nicht ein Spiel nur, um fertig zu sein damit irgendwann so. Okay, dann geht's hier wieder durch. Keine Chance haben sie, keine Chance. Okidoki. Perfekt, perfekt. Damit haben wir Floor 8 completed. Als nächstes erwartet uns, denke ich mal, sogar schon der Endgegner. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.